So, wir kommen aber zum nächsten Part, und zwar zum Schwinger. Also wir sind immer noch in dem Bereich, wir haben einen runden, also einen kurvenförmigen Angriff von außen. Wir hatten im Vorvideo hatten wir den Haken, das heißt, wir sind wirklich bei 90 Grad Ellbogengelenk zu Oberarm, ja, und 90 Grad Torso Oberarm. Jetzt beim Schwingern. Der Unterschied des Schwingers ist tatsächlich die Distanz und der Winkel des Ellbogengelenks. Das heißt, wir sind soeben bei 90 Grad bei dem Haken gewesen und jetzt gehen wir ungefähr auf 45 Grad, ja, im Ellbogengelenk. Der Winkel, die 90 Grad zwischen meinem Oberarm und meinem Torso bleiben immer noch gleich. Ja? Das heißt, ich schlage über rechts einen Schwinger, ja, und man sieht, ich bin von der Distanz, ja, vom Schwinger ganz woanders, wie als wenn wir hier einen Haken schlagen. Ja? Das heißt, wir schlagen einen Schwinger, ja, und arbeiten auf linke, rechte Seite sowie linke Seite. Auch hier haben wir viel Torsion. Ihr seht, ja, wenn ich den Schwinger schlage, habe ich ein bisschen mehr Torsion sogar noch, wie bei dem Haken in meiner Hüfte. Ja? Jetzt kommen wir auf rechts, noch mehr Torsion. Das heißt, wir kommen von außen wirklich jetzt kreisrund über 45 Grad Ellbogengelenk und 90 Grad zwischen Oberarm und Torso. Hier haben wir jetzt natürlich mehrere Möglichkeiten, auch Distanzen zu spielen. Das heißt, wir könnten zum Beispiel sagen, wir würden erst den Schwinger schlagen über eine lange Distanz, danach einen Haken schlagen, damit wir da ein bisschen die Transition, also die Verbindung ein bisschen herstellen. Das heißt, wir kommen über links erstmal über den Schwinger. Eins, wir haben eine relativ lange Distanz und ich würde jetzt ransteppen und wieder auf links den Haken schlagen, komm ran und komm mit dem Haken. Ja, ein bisschen zügiger Abwehr. Lange Distanz, komm ran und einmal ein Haken. Können wir genauso natürlich auf rechts schlagen, das heißt, wir haben einmal einen Schwinger und kommen einmal mit dem Haken nach. Auch hier sind wir wieder bei den Verbindungsmöglichkeiten. Die Gerade ist immer eine hervorragende Verbindungsmöglichkeit, beziehungsweise immer noch unsere Basis, ja, dass wir alles straight gerade schlagen. Hier können wir zum Beispiel ganz, ganz klassische Kombinationen schlagen. Wir schlagen eine lange Gerade über links und danach einen Schwinger. Also schön lang und schlagen einen Schwinger. Kombination, die wir eben hatten, wir schlagen jetzt eine Gerade, einen Schwinger, danach einen Haken. Das heißt, wir haben eins, Schwinger und einen Haken kurz. Ja, das genauso auch natürlich auf der anderen Seite, jetzt erst als Gerade, gerade. Das heißt, wir schlagen eine Führhand, Schlaghand, als Übergang auf die andere Seite, kommen links mit dem Schwinger. Das heißt, wir haben eins, zwei, links den Schwinger. Ja, um nochmal auf die Kombination, die wir jetzt als letztes auf der anderen Seite hatten, ja, also einmal den Schwinger und einmal den Haken zu schlagen. Das heißt, wir schlagen jetzt eine Gerade, einen Schwinger und einen Haken gleichzeitig. Das heißt, wir haben eins, zwei, Schwinger, Haken. Ja, schöne Kombination, viel Rotation, ja, kann ich viel mit arbeiten.